Start. Jetzt wäre noch ein Bild schön. Ja. Den hätten wir es. Ja, damit hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fahrschul-Training-Session, würde ich mal das Ganze behaupten, nennen wir das Ganze. Und freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin natürlich der Bio, mit dabei heute nur der Hobby. Hallo. Und ja, ich würde einfach sagen, wie gestern, hauen wir jetzt hier einfach wieder in die Tasten und schauen mal, ja, wie weit wir kommen. Heute war letzte Theoriestunde, das bedeutet, ja, ich bin soweit mit der Theorie durch, ab morgen geht's mit der IHK los. Und ja, das wird auf jeden Fall witzig, also das kann ich jetzt schon sagen. Nee. Wie können Sie die Kupplungsbauteile bei Kraftfahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebe schonen? Ich rangiere mit geringer Motordrehzahl, ich fahre in einen hohen Gang an, ich lege beim Warten den Leerlauf ein und nehme den Fuß vom Kupplungspedal. Genau. Hatten wir schon mal die Frage. Wie müssen Sie einen Überholvorgang beenden? Dicht vor dem Überholten wieder auf die rechte Fahrbahnseite wechseln, ohne den Überholten zu behindern, sobald wie möglich wieder nach rechts einordnen, das Wiedereinordnen rechtzeitig und deutlich anzeigen. Ja, aber selbstverständlich. Wenn du so dicht drauf fährst, dann machst du einen Unfall. Jerry, guten Abend und FischTV Gaming, grüß dich. So, wodurch kann ein schnell fahrendes Fahrzeug auf trockener, gerader Straße plötzlich ausbrechen? Durch Windböen, durch stetig Gegenwind, durch Platzen eines Reifens. Also, die Windböen kann das passieren. Durch plötzliche Reifenplatzen kann auch passieren. Durch stetigen Gegenwind? Ja, wenn das zu stark. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. So. Was ist beim Ankuppeln eines Anhängers mit Kugelkupplung zu beachten? Das Stützrad darf den Boden während des Ankuppelns nicht berühren. Die Kupplungsklaue muss sicher schließen. Ja. Ein vorhandenes Stützrad muss vor Abfahrt angehoben und gesichert werden. Ja. Das Rad muss wieder hochkurbeln, und wenn das angekoppelt. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, das Stützrad darf den Boden während des Ankuppels nicht berühren. Das ist Quatsch, oder? Ja, sonst kannst du ja nicht ankuppeln, wenn es nicht in der gleichen Höhe ist wie die Kupplungsstange. Richtig. Heute andere Fragen. Ja. Bei welchen Fahrten dürfen keine Personen auf Stehplätze befördert werden? Bei welchen Fahrten dürfen keine Personen auf Stehplätze befördert werden? Ferienziel Reiseverkehr und im Gelegenheitsverkehr, meiner Meinung nach. Ja, beim Linienverkehr stehen genug Leute. Genau. Richtig. So, ein Kraftfahrzeug mit Druckluftbremsanlage war mehrere Tage nicht im Betrieb. Wann dürfen Sie frühestens losfahren? Fahrzeug ist voll ausgelastet. Sobald sich die Federspeicherbremse automatisch löst, wenn die Signale der Druckwarneinrichtung aufgehört haben, wenn ein Vorratsdruck von 3 bar angezeigt wird. Also die Antwort 2 ist richtig. Sobald die Warnleuchte aus ist, darf er klar frei davon. Ja, das ist jetzt schwierig. Sobald die Federspeicher automatisch löst. Wenn die Signale der Druckwarneinrichtung aufgehört haben, ja, das ist klar. Wenn der Vorratsdruck von 3 bar angezeigt wird. Wie viel bar ist es für einen Bus, schätze ich mal? Das ist heftig. Nur wenn die Signale der Druckwarneinrichtung aufgehört haben, okay. So, Ihr Kraftfahrzeug verfügt über ein elektronisches Bremssystem, EBS. Was bewirkt das EBS? Eine optimale Abstimmung der Bremskräfte zwischen den einzelnen Radbremsen, eine automatische Überwachung der Bremsanlage, eine automatische Bremsung bei Hindernissen auf der Fahrbahn. Ja, schon. EBS. Jetzt kenn ich zwar.
Kenne ich es, glaube ich, nicht, aber Frage Antwort 1 hört sich irgendwie simpel an, oder logischer. Eine automatisch überwachende Bremsanlage. Eine automatische Bremsung bei Hindernissen auf der Fahrbahn. Was bewirkt EBS? Okay, das ist interessant. Okay, kenne das nicht wirklich, EBS. Nehmen wir Worauf weist mal. dieses Verkehrszeichen hin? Auf einen Bahnübergang in der nach rechts Ja. führenden Straße, auf eine Umleitung. Genau, das ist einfach. Ihr Kraftfahrzeug verfügt über einen. Ach so, das hatten wir jetzt doch gerade. Ach so, das ist jetzt eine andere Frage. Der Bremsweg verkürzt sich, die Bremsstabilität verbessert sich, der Verschleiß der Bremsbeläge wird optimiert. Der Brandweg. Der verkürzt sich doch nicht. Ja, scheinbar Anscheinend. ja schon, ja. Weil. Welches Verhalten ist richtig? So, da ich ja. Warte mal. Rechts vor links. Ich darf als erster die Kreuzung überqueren. Genau. EBS ist nicht ABS. Ja, aber das sind so Fragen, die schon sehr technisch sind. Ja. Welche Folgen hat ein Verzicht auf regelmäßigen Luftfilterwechsel für den Motor? Der Schadstoffanteil in den Abgasen kann sich erhöhen, der Kraftstoffverbrauch kann sich erhöhen, die Leistung des Motors kann abnehmen. Schadstoffanteil in den Abgasen kann sich erhöhen, das ist Quatsch. Aber das ist auch wieder richtig. Wenn der Füll das zu so verstopft ist, anscheinend kann der die Schadstoffe nicht mehr richtig reinigen, dann kommt mehr erhöhte Schadstoffverteile raus. Interessant. Ein Film für uns. Ja, der wollte uns auch. Und Achso, vom Krankenwagen. ja. So, zur Aufgabenstellung. So, hinter Ihnen fährt ein Rettungswagen mit blauen Blinklichten und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich? Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün schaffe ich sofort freie Bahn. Ich fordere Fahrer im Fahrzeug neben mir auf, sofort freie Bahn zu schaffen. Ich schaffe, ohne andere zu gefährden, sofort freie Bahn. Naja. Ja, anscheinend darfst du aber über Rot fangen, kann geworden. So, welche der aufgeführten Dokumente müssen Sie mitführen, wenn Sie einen Bus im Gelegenheitsverkehr im Inland führen? Den Führerschein, Ja. Genehmigungsurkunde und. Versicherungsbescheid eigentlich nicht, oder? Wollte ich Ah. eigentlich nicht. Ja. Gut. So, heute haben wir neue Fragen, ja. Ah. Oha. Unfall. Zur Aufgabenstellung. Darf ich mitquatschen oder eher nicht? Naja, eher nicht. Weil wir müssen uns ja hier auch ein bisschen konzentrieren. Ist ja hier, ne, so ein bisschen. So, ich halte anständig den Motor ab und lasse beim Verlassen den Zündschlüssel und Transponder am Fahrzeug. Verlasse den Tunnel über den Notausgang. Warte im Fahrzeug. Genau, das ist Quatsch. So. Wann wird der Überholende gefährdet? Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit. Wann wird ein Überholender gefährdet? Eins und zwei, zwei und drei. Sie wollen nach rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich hier einstellen? Der Fußgänger könnte den LKW vorbeilassen und dann vor mir auf die Fahrbahn überqueren. Ja, nach dem Abbiegen des LKW könnte der Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite. Ja, der LKW wird anhalten. Ja. Alle drei richtig. So, warte mal. Jetzt müssen wir nochmal. Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen? Der Fußgänger könnte den LKW vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren. Ist richtig. Nach dem Abbiegen des LKW könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen. Ja, mal alle drei. Ja. Und noch ein Film. Oh, du siehst nichts. Rechte Schicht. Nix siehst du. Wenn überholt, okay. Wenn nochmal überholt. So, davon da kommt ein Auto. Oh. Zur Aufgabenstellung. Sie fahren auf der Autobahn. Was ist in dieser Situation richtig? Ich darf höchstens 80 fahren.
Die Nebelschlussleuchte höchstens 50 fahren. Genau. So, Sie fahren auf der Autobahn mit ca. 80 km/h. Welchen Abschnitt müssen Sie zum Vorausfahren einhalten? Mindestens. Was war es Ah, nochmal? ich hasse diese Fragen. War es nicht? Halbe Tachoanzeige, meiner Meinung nach. Was ist ein halber Tag? Ja, JK schreibt jetzt auch 40 Meter. So hätte ich das tatsächlich jetzt auch getippt. Wir probieren es einfach. 50. 50 sogar. Jetzt kommt diese. Mit der Zeit lässt auf der Autobahn das Gefühl für die gefahrene Geschwindigkeit nach. Dadurch werden Sicherheitsabstände nicht mehr eingehalten und die Gefahr von Auffahrunfällen steigt rapide. Du musst also, wenn du auf der Autobahn schneller als 50 km/h fährst, zum Vorausfahren einen Abstand von mindestens 50 Meter einhalten. Wobei ich das ist auf 50 sind und nicht 40. Habe ja keinen Meterstab dabei. Ja. Ach, ein Falschfahrer. Ein Engländer. So, welches Verhalten ist richtig? Ich verständige die Polizei. Ich warne den Fahrer mit Schall- und Leuchtzeichen. Ich fahre möglichst weit rechts. Genau. Hat aber niemand so gelernt. Nee, ne? Das sind manchmal so Fragen tatsächlich. Ja. Also auch gerade heute. Heute ist wirklich viel anders. Wie müssen Sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten? Bei Stillstand mit ca. 5 Meter Sicherheitsabstand zum Vordermann anhalten, Warnblinklicht ein Fahrzeug sichern und umgehen verlassen, ist Quatsch. Nein, da darfst du nicht mein Auto in Stau. So, welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Traktor abbiegen lassen. Ja, Ja. der blaue LKW muss mich durchfahren lassen. Ich muss den blauen LKW durchfahren lassen. Genau. So, welches. Ist, nee, was ist bei diesen Verkehrszeichen erlaubt? Alle Bewohner dürfen jeden dieser Parkplätze benutzen. Ja. Solange noch andere Parkplätze frei sind, darf jeder diesen Parkplatz benutzen. Bewohner mit entsprechendem nummerierten Parkausweis dürfen hier parken. Glaubt 1 und 3? Nope, nur Ne, 3. nur 3. Morgen Simon, grüß dich. Welche Besonderheiten ergeben sich in der kalten Jahreszeit beim Befahren von Alleen? Nasses Laub sowie Reifeis und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich. Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufig und überraschender Reif- und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen. Alleen sind im Winter besonders sicher, weil sich Baumkronen die Straße vor Schnee schützen. Schwachsinn. Hey Pio, wieso hast du nichts gesagt, dass ihr jetzt streamt? Ihr habt mich doch eingeladen. Das ist richtig, aber die Fragen sind heute extrem schwer. Sogar ich habe hier Probleme. Welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener Ortschaften? 50, oder? Ja, 50, na gut. Sehen wir jetzt mal einfach. Welches Verhalten ist richtig? Der blaue LKW darf zuerst fahren. Ich darf vor dem Radfahrer. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Das ist schon mal klar. Aber der blaue LKW darf zuerst fahren, ist Quatsch. Genau. So, Film starten. Oh oh. Da rennt schon wieder ein Kind über die Straße. Mal wieder. So, aber du kannst gleich kommen. Ich denke mal so, lass mich jetzt hier noch 15 Minuten machen und danach können wir noch mal ein paar Verkehrszeichen machen. Und dann kannst du dazu kommen wieder. Warum müssen Sie bremsen? Weil Fahrgäste aus der Straßenbahn steigen? Ja. Weil eine Person auf. Wieso? War da eine Haltestelle? Ich habe keine gesehen. Jetzt hast du mich verunsichert. Ja, aber hier ist keine Haltestelle. Nein, ist nur das Kind. Weil eine Person auf die Straße läuft, weil der Ja. LKW auf meinen Fahrstreifen wechselt. Ja. So, worauf müssen Sie achten, wenn Sie in einer Tiefgarage fahren? Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden. Ja, meine Augen müssen sich, ja, und Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen. Ja. Ja.
Was ist bei der Mitnahme von Tieren in Bussen zu beachten? Fahrgäste dürfen durch Tiere nicht belästigt werden. Hunde dürfen nur Ja. mit Maulkorb befördert werden. Sie dürfen nicht auf Sitzplätze befördert werden. Ich glaube, Hunde nur mit Maulkorb ist nicht, oder? Nein, ich habe viele ohne Maulkorb schon Genau. gesehen. Wie werden Schmierstellen an Kraftfahrzeugen und Anhänger abgeschmiert? Durch regelmäßiges Überprüfen des Motorölstandes, bei manueller Schmierung mit einer Fettpresse an den dafür vorgesehenen Schmierstellen, bei Zentralschmieranlagen aus einem Vorratsbehälter. Ich glaube, das und das, ne? Ja. Durch regelmäßiges Überprüfen des Motorölstandes, glaube ich nicht, oder? Nö. Nö, gut. Warum ist eine defensive Fahrweise bei Annähern an Fußgängerüberwegen besonders wichtig? Damit Auffahrunfälle vermieden werden, damit Fußgänger nicht unversichert werden, damit nachfolgende Fahrzeuge leichter überholen können. Schwachsinn. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Warnblinklicht ist an. So, Sie dürfen nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Nur Ja. mit Schrittgeschwindigkeit. Wie schnell dürfen Sie mit einem Bus mit Gepäckanhänger auf einer Landstraße höchstens fahren? War das 60? Ja, 60. 80. Verdammt! Aber nur wenn du 100 fährst, ne, dann musst du runter auf 60. Noch nie einen Hund mit Maulkorb in den Öffis gesehen. Ja, wie gesagt, das ist ja immer das Ding, ne? Theorie und Praxis halt, ne? Das kann dazu führen, dass die Eignung als Busfahrer überprüft werden muss. Zweifel an der Zuverlässigkeit Ihres Arbeitgebers, Ihre körperliche und geistige Eignung, Ihre Kenntnisse und Ja. Fähigkeiten als Busfahrer. So, womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen? 50 Meter Entfernung mit einer Ausweichstelle, mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 Meter Entfernung? Genau. Wozu dient der Schacht 2 bei diesem Fahrtenschreiber, Kontrollgerät? Zum Auslesen der Kontrollhand für die Polizei, zum Stecken der Fahrkarte für den zweiten Fahrer, zum Aufbewahren für die Ersatzkarte. Genau. Omsi Lotus und Co., Hallöchen, grüß dich. Oh, welches Verhalten ist richtig? Ich fahre nach dem Fahrrad. Ne, warte mal. Ja doch, das ist ja auch eine Rechtsverlinkste, oder? Ja, solange du kein Verkehrsschild siehst. Nach dem Bus. Genau. So, ich darf nur nach rechts weiterfahren. Ich muss rechts blinken, natürlich. Ja. So, was kann ich hier. Nee, wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen? Wenn der Radfahrer auf meine Fahrbahn wechselt, Ja. wenn der Radfahrer am Ende des Radwegs anhält, wenn ich. Ja. Wenn ich um. Was? Wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen? Ja, wenn der Radfahrer am Ende des Radwegs anhält, wenn ich unvermindert weiterfahre, dann ist das doch eine Gefahr, oder? Ja, wenn du Genau. weiterfährst und nicht anhältst und der Fahrer zwar guckt dir entgegen, dann wird es gefährlich. Welche Aufgaben erfüllen Frostschutzmittel im Kühlflüssigkeitskreislauf? Frostschutzmittel verursachen in Sommermonaten Korrosion. Frostschutzmittel schützt vor Korrosion. Frostschutzmittel schützt das Kühlsystem vor dem Einfrieren. Genau. Wo dürfen Sie innerorts Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertag regelmäßig parken? In Industriegebieten. Auf ausreichend breiten Straßen? Oh, das ist fies. Eigentlich doch Weiß nicht. auch, oder? In reinen Wohngebieten auf ausreichend breiten Straßen? Habe ich keinen LKW gesehen. Ah, ich habe nicht gelesen. In Kur und Klinik auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen. Na, natürlich. Habe gerade gedacht, in Wohngebiete habe ich noch keinen riesen LKW gestehen gesehen. Warum sollte die Lauffläche der Reifen regelmäßig überprüft werden? Weil ungleichmäßig abgefahrene Reifen das Fahrverhalten negativ beeinflussen können. Weil ungleichmäßig abgefahrene Reifen auf schadhafte Stoßdämpfer oder Federungseinrichtungen hinweisen könnten. Weil einseitiges abgefahrene Reifen auf falsche Spur- und Sturzeinstellungen hinweisen können. Natürlich, alles drei. Grüß dich, Facegamer. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? Motorrad. Motorräder. Sieht man schon auf dem Foto. Schon mal auf dem TS gut. Da kommt rechts ein Auto.
So zur Aufgabenstellung. Warum sollten Sie jetzt abbremsen? Das. Oh, was war denn das? Das ist ein blauer PKW, ne? Ja. Ne, ist ein grüner PKW. Wer ist ja da hinter dir? Der hier rechts aus der Straße kommt. Der hier. Ach so, den habe ich da nicht gesehen. Ich habe nur den vom Rückspiegel gesehen. Ah, immer gucken, Hobby. Immer gucken. Alles aufnehmen. Mit welcher Gefahr müssen Sie rechnen? Der Junge auf dem Fahrrad wird bestimmt nicht stehen bleiben, auf die Fahrbahn fahren, Ja. genau, auf dem Radweg weiterfahren. Wobei kann die Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat unterstützen? Bei einer energiesparenden Fahrweise, beim Einhalten einer gleichbleibenden Geschwindigkeit, beim Ja. Einhalten des Mindestabstands zum vorausfahrenden Fahrzeug. Ja. Das letzte natürlich nicht. Denn wir haben ja keinen Abstandwarner. So, Sie möchten Radfahrer überholen. Was ist bei der Wahl des Seitenabstands zu berücksichtigen? Die Geschwindigkeit meines Fahrzeugs, das Verhalten der Radfahrer und ein Seitenabstand von 1 Meter ist immer ausreichend. Nein, Ja, nein, nicht. 1,5 Meter. Ach so. Wann sind Ladezeiten bei diesem Fahrtenschreiber-Kontrollgerät vor der Abfahrt nachzuweisen? Wie sind Ladezeiten? Durch umgehende Mitteilung an den Arbeitgeber, durch Vermerk auf einem separaten Blatt, durch Eingabe in den Fahrtschreiber. Was sind denn Ladezeiten bei der Fahrtenschreiberkontrolle vor der Abfahrt nach? Was? Wie sind Ladezeiten bei dem Fahrten? Na doch. Durch den Vermerk auf einem. Nee. Durch Eingabe im Fahrtenschreiber, oder? Ja. Wie läuft deine Ausbildung bei Regobus? Naja, eigentlich ganz gut. Bloß ich mache mir jetzt so Sorgen, wenn die jetzt hier diesen Shutdown einführen, dann habe ich ein Problem. Dann weiß ich nicht, weil ich 6 Wochen ohne Fahrschule machen soll. In welcher Reihenfolge müssen die Fahrzeuge hier weiterfahren? So, oh, das ist fies. Der Radfahrer, ich, der weiße PKW. Also, in welcher Reihenfolge müssen die Fahrzeuge hier weiterfahren? Ich, Radfahrer der davor. Radfahrer, der Radfahrer, der weiße PKW, ich, nein. Der Radfahrer, ich, der weiße PKW, genau. Ja, weil der Radfahrer davor war. Denn der, genau, der bleibt ja auf der Hauptstraße, ich will geradeaus weiter und dann kann natürlich erst rechts. Ja. Ja. So. Oh, aber mach dir keine Sorgen, du schaffst das. Ja, ich hoffe, ich hoffe. So, die Geschwindigkeit von 60 km ist in jedem Fall unbedenklich. Die empfohlene Mindestgeschwindigkeit. Ich darf nicht schneller als 60 km fahren. Naja, das ist ja Glaube lächerlich. So, ich. der Radfahrer möchte geradeaus fahren. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ich bleibe hinter dem Fahrradfahrer. Immer hinter dem Radfahrer. Auch wenn du Vorfahrt hast, also Genau. kann ja sein, dass er das nicht sieht und ich möchte, dass du Welche Vorfahrt. Information bietet die Legende zu einer Straßenkarte? Erklärung der verwendeten Symbole und Zeichen in Karte, ein Entfernungslineal zu, ja, und einen historischen Überblick über die Entstehung, nein. Womit müssen Sie hier rechnen? Dass Kinder auf die Straße laufen? Immer. Ja. Eine Einmündung übersehen werden kann? Ja, dass zu schnell gefahren wird. Das ist eine gute Frage. 1, 2, 3, ne? Ich würde das jetzt auch fast behaupten. Dass du schnell gefahren bist? Ja, und ein, ja doch. So, Sie bemerken im Tunnel einen Unfall. Was ist zu tun? Warnblinklicht einschalten, Ja. Notdienst über Notrufstation informieren. Ja. Und was? Wer muss blinken? Ich selbst und der gelbe LKW. Ja. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? Fahrer. Fahrräder. Welche Aufgabe hat Motoröl ein Verbrennungsmotor? Das Motoröl dient zur Reinigung, zur Kühlung und dem Verschleißschutz. So, welches Verhalten ist richtig? So. Ja, warte mal. Ich darf erst abbiegen, wenn die Ampel grün zeigt. Das ist Quatsch. Der grüne PKW muss warten. Ich darf unter Beachtung des Verkehrszeichen abbiegen. Naja, der grüne PKW muss warten wegen der roten Ampel. Ja, und ich darf ja. Eigentlich doch schon, ja. Was sollten Sie bei einem mitgeführten Ersatzrad regelmäßig prüfen? Den Luftdruck und die sichere Befestigung.
Warte mal, haha. Eigentlich ja auch die Profilbezeichnung, oder? Nee, die Profilbezeichnung. Ja, kann sein, dass das schon Also den abgelaufen ist. mehrere Räder können nicht ablaufen. Also. Den Luftdruck und die sichere Befestigung. Oh, Gott sei Dank. Die Fragen sind fies heute. Die sind richtig fies. Ja. Wovon ist der Bremsweg abhängig? Vom Zustand der Bremsanlage, Fahrbahnoberfläche und der Bereifung. Ja, gut. Es nähert sich ein Fahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich? Immer scharf bremsen und sofort stehen. Dem Fahrzeug Nein. Platz machen, wenn nötig, vorsichtig auf dem Gehweg ausweichen. Nein, oder? Nein. Doch, doch, Nein. doch. Habe ich schon oft gesehen. Ob es richtig ist, weiß ich, aber ich habe schon oft gesehen, weil du musst ja Platz machen. Wenn du keinen Platz hast, musst du ja auch einen Gehweg Weiß aufweichen. es nicht. Eins, definitiv eins, ne? Also ich kann es nicht 100% bestätigen. Ich glaube, das ist eine absolute Tabuzone. Ach so, weil viele, wenn ich, wie soll ich denn Platz machen, wenn ich nicht auf dem Gehweg fahren darf oder aufweichen kann, kurz. Ich habe schon oft gesehen, dass viele es machen. Also, es wäre jetzt hier richtig, aber Verstehe. dachte früher war das verboten gewesen. Kann sein, es früher so war, aber dies habe ich schon oft beobachtet, dass sie den Weg Platz machen, damit sie ja irgendwo Platz irgendwo hingehen. In welchen Fällen müssen Sie an einem Fußgängerüberweg besonders vorsichtig heranfahren, wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Fußgängerüberweg wartet? Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen, wenn die Sicht auf den Fußgänger eingeschränkt ist? Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Fußgänger. Ja, natürlich. Oder? Ja. Womit müssen Sie mit technisch ungesicherten Bahnübergängen rechnen? Auf. Nee, wo müssen Sie? Auf wenig befahrene, auf Feld und auf Industrie, oder? Ja. 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 Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt richtig? Ich fahre mit verringertem Abstand, damit ich mich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs orientieren kann. Ich glaube Nein. nicht. In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand. Ich bringe mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Nottelefone ein. Ja. Ein weiterer Film, los geht's. Hobby holt das Popcorn. So, womit müssen Sie rechnen, dass der LKW vorne plötzlich stehen bleibt, weiter ausschwenkt? Ja, weil da ist ja schon fast die halbe Bahn bei uns. So, welches Verhalten ist richtig? Ich muss das Motorrad Ja. durchfahren lassen? Ja, klar. Ich muss den gelben PKW durchfahren lassen? Ja. Genau, rechts vor links. Genau. Was ist bei der Benutzung eines elektronischen Navigationsgeräts zu beachten? Das Ziel sollte eingegeben werden, wenn das Fahrzeug steht. Ein Kartenupdate Ja. sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Die Nein. Anweisung des Navigationsgeräts sollte stets befolgt werden. Nein, das sind Empfehlungen. Ja, warte. Das machen viele, dann wundern sie, wenn die Gott wo landen. Genau, deswegen ist es eine Empfehlung. Womit müssen Sie rechnen, wenn vor Ihnen ein Lastzug in eine enge Straße nach rechts abbiegen will? Er wird seine Geschwindigkeit stark vermindern, vor dem Ja. Abbiegen nach links ausscheren, sich besonders Ja. weit rechts einordnen. Nein. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss warten. Was kann bei mehrspurigen Abbiegen zu besonders gefährlichen Situationen führen? Zu schnelles Fahren, Ja. Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens, genaues Einhalten des Fahrstreifens. Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall. Wie sichern Sie die Unfallstelle ab? Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 Meter Entfernung von der Unfallstelle auf. Ich schalte sofort Ja. das Warnblinklicht ein. Ich warne, falls Ja. erforderlich, andere Fahrzeuge, zum Beispiel durch Handzeichen. Ja. Joa, kann man machen, ne? Ja. Welche grundlegende Verhaltensregeln müssen Sie im Tunnel beachten? Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge zu leisten, nicht Ja. blenden, auch am Tag und gut beleuchtete Tunnel mit Abblendlicht fahren. Genau. So, ein Radfahrer möchte ohne abzusteigen auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Wie verhalten Sie sich? Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren. Ja.
bremse erst kurz vor dem Fußgänger, ich hupe und fahre Ja. weiter. Ja. Das ist Bio. Was Sie müssen war's auf einen denn? Seitenstreifen einer Autobahn einen Rad wechseln, wenn Sie Sicherungsmaßnahmen sind notwendig. Ich sollte bei allen Tätigkeiten eine Warnweste tragen. Ich Ja. muss die Warnleuchte in ausreichender Entfernung aufstellen. Ich muss das Ja. Warndreieck in etwa 100 Meter Entfernung aufstellen, gut sichtbar am rechten Fahrbahnrand. Muss ich eine Warnleuchte aufstellen? Auf der Autobahn? Das für mich nicht. Eine Warnleuchte, glaube ich nicht. Nee, ne, meine ich nämlich auch nicht. Wenn du es nicht hast, dann kannst du nicht aufstellen. Ich hab doch gar nicht auf Weiter gedrückt, oder? Aber du hättest eine Warnleuchte aufstellen müssen. Okay, wusste ich nicht. Nee, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Gleiche Maker die Frage. Auweia. Oh, Fokus, 5 Euro, vielen Dank. Sehr lieb von dir, vielen, vielen Dank. Zu Aufgaben. Weshalb müssen Sie hier warten? Wegen des roten PKWs. Genau. So, worauf müssen Sie sich in diese. Wer lesen kann, ist kein Vorteil, ne? So, worauf müssen Sie sich in dieser Situation einstellen, dass der LKW-Fahrer auf der Fahrbahn springt? Ja. Dass Verkehrszeichen durch den LKW verdeckt sind? Ja. Und das Gegenverkehr auftaucht auch. Wundervoll. Ich ja schon offen. Outgoing. Vielen, vielen Dank, Fokus. Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem Bahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten Sie sich? Ohne weiteres Durchfahren, da Schienenfahrzeuge in Wartepflicht sind, mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich Schienenfahrzeug nähert. Ja. Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt. Kann man machen. Sie möchten den Aufbau Ihres Fahrzeugs enteisen. Welche Hilfsmittel ist dazu geeignet? Ein Enteisungsgerüst, ein Enteisungsleiter mit Sicherheitsgurt und Rückenschutzbügel? Was ist das? Keine Ahnung. Macht irgendwie alles keinen Sinn. Weil ich Enteisungs? ein Ei, wie heißt das Teil, der Kratzer hast? Ein Enteisungsleiter mit Sicherheitsgurt und Rückenschutzbügel. Bin ich dann, oder Ich meinte kenne den? das nicht mal. Ich Also auch die nicht. Frage hatten wir definitiv noch nie gehabt. Ich weiß ja nicht, wie der Kratzer heißt, wenn es Hi, der Linienbus Kratzer. TV, grüß dich. Ein Enteisungs, glaube ich, glaub, Frage 1 ist das, glaube ich, der Eichkratzer, wie man da bitte. A, B, C, schreibt Fokus. Ja, A, B. mehr als A, B, C kann nicht passieren, ne? Also ich Ist alles richtig. kenne ich alles nicht. Nö. Ein Ich auch, mehr auch nicht. Eiskratzer kenne ich, ja. Ja, doch, es gibt noch dieses Spray, das du drauf sprühen musst. Also, tscht. Ja, genau. Was man nicht machen soll, ist heißt was darauf lernen. Worauf ist bei der Streckenplanung zu achten? Auf möglichst abwechslungsreiche Streckenführung, auf möglichst Verkehrsbehinderung durch Baustellen, auf möglichst Verkehrsbehinderung durch Ferienverkehr in verschiedenen. Worauf ist bei der Streckenplanung zu achten? Auf möglichst einfach ist Quatsch. Auf mögliche Verkehrsbehinderung durch Baustellen? Ja. Auf mögliche Verkehrsbehinderung durch Ferienverkehr in verschiedenen Bundesländern. Ja, darum haben auch viele auch verschiedene Ferienzeiten, um den Stau zu verhindern. Auf meiner Fahrtroute befindet sich ein Tunnel. Was sollte ich wissen? Ich sollte wissen, wie ich mein Fahrzeug abstelle und verlasse, wenn ich nicht mehr weiterfahren kann. Nein. Oder Doch, ich kann darauf vertrauen, dass im Notfall immer rechtzeitig Hilfskräfte zur Stelle sind? Nee. Ich sollte wissen, wie nein. Fluchtwege im Tunnel ausgewiesen sind. Ja. Was müssen Sie bei der Streckenplanung berücksichtigen? Die Bestimmung des anderen Staats bei grenzüberschreitendem Verkehr? Ja. Die Fahrverbote aufgrund von Feiertagen in einzelnen Bundesländern und die Lenk- und Ruhezeiten. Eigentlich alle drei, ne? Die Fahrverbote Ubun von Feiertagen in einzelnen Bundesländern. Ja, doch. Doch. Fahrverbote. Was Doch. muss ich berücksichtigen? Aber Was? ich dachte. Aber ich dachte, es gibt immer so Fahrverbote in manchen Bundesländern, dass du da zum Beispiel mit dem LKW dann da zum Beispiel nicht in, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, sonntags fahren kannst, weil ein Feiertag ist ja wie sonntags. Also bei uns darfst du Sonntag nicht fahren. Ja, deswegen auch.
Aber gut, das ist die Frage. Also wir reden jetzt von einem Bus. Da musst du wahrscheinlich wieder anders. Ja, Bus Schauen wir dürfen mal. Sonntag fahren. Für Fahrer von Omnibussen gelten zusätzliche Bestimmungen. So sind bei der Streckenplanung auch folgende Kriterien zu berücksichtigen. Lenk- und Ruhezeiten in der Strecke kommst du schneller oder langsamer voran. In jedem Fall musst du die vorgeschriebenen Pausen einhalten. Dazu musst du planen, welcher Rastplatz geeignet ist. Bei grenzüberschreitendem Verkehr ist die Bestimmung des anderen Staates. Okay. Komisch. Make-and-Ride-Frage. Ach so, was? Ja. So, ein Polizeifahrzeug überholt sie und schert unmittelbar vor ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift: Bitte folgen. Ja. Was natürlich dem Polizeiauto folgen. Och Mann, anhalten, wenn das Polizeifahrzeug rennt. Das ist doch logisch. Mann, das ist doch scheiße. Das sind immer diese hässlichen, fiesen Fragen, dann verstehst du? Weil die Frage gibt es auch so, bloß mit einer richtigen Antwort. Traumhaft. Was ist Voraussetzung für das Ausscheren zum Überholen? Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird, dass das Vorausfahren rechts blinkt? Nee. Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Genau. Wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind? Ich muss Hilfe leisten, sollte es Verletzte geben, anhalten und mich über den Unfallfolgen vergewissern, die Unfallstelle absichern. Absichern. Guck mal, hier ist doch ein Widerspruch in sich. Wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind? Anhalten und mich über die Unfallfolgen vergewissern. Ist das jetzt richtig? Ja, reicht ja schon, wenn du einfach nur den Spiegel abgefahren hast. Dann ist es doch auch richtig, oder? War richtig. Gut. Wann müssen Sie als Schulbusfahrer während der Fahrt einschreiten? Wenn Kinder den abgesperrten Bereich betreten, die Plätze wechseln, auf den Sitzen stehen. Auf die Sitze stehen, weil ich hier doch kein abgesperrter Das wollte gerade Bereich. sagen, das ist ein abgesperrter Bereich. Die Plätze wechseln können Sie ja, solange Sie Ja, sitzen. also die meinen, das beim Bus gibt doch diese zwei Dinger, wenn der an der Kasse vorbeiläuft, waren früher diese Nussknacker-Dinger. Weiß man, die diese abgesperrte Dinger, weil nun mal dürfen keine Kinder an der Fahrertür stehen, direkt an der Tür stehen. Genau, die abgesperrte Bereich betreten. Da doch die Frage gibt's, weil beim Fahrer sitzt du die Kasse, dann gehen da diese Drehdinger da Also durch. den abgesperrten Bereich betreten, das war richtig. Ja, weil kann, ich nicht eingefallen, Ein kann er Bus hat darf. 32 Fahrgastplätze. Wie viele Verbandskästen müssen mindestens vorhanden sein? Zwei. Einen. Zwei. Einen. Ein Einen. musst du drin haben bis 22 oder 24 Fahrgästen. Ich Alle dachte, darüber brauchst du einen zweiten. ach so, ich dachte einen, egal wie viel. Nein, das ist der Feuerlöcher. Außer wenn es ein Doppelstock ist, dann brauchst du zwei Feuerlöcher. Beim Auto brauchst du nur einen. Ja, du hast ja auch im Auto keine 32 Sitzplätze. Welche Anforderungen müssen Feuerlöcher erfüllen, die in Bussen mitzuführen ist? Haha, Zulassung der Brandklasse ABC, mindestens 6 Kilo für. Genau. So, ach, Hobby. Was? Der Kreisverkehr wieder. Ach, der Scheiß. Bei Einfahren des Käfers ist Vorfahrt zu bewähren. Ja, na. Was heißt ja Vorfahrt bewähren? Das drüber war gerade weg. Tut mir Ja. leid, Leute. Bei einem Indien-Kreisverkehr ist Vorfahrt zu beachten, Beim ja. Einfahren, im Rest ist die Vorfahrt zu beachten. Das Einfahren nach links ist vorgeschrieben. Ja. Das Das. Einfahren nach links ist Verlassen des vorgeschrieben? Kreisverkehrs. Das Einfahren nach links ist doch Quatsch. Eigentlich schon, ich habe nie recht. Ne. Du fährst immer nach rechts rein. Nur links habe ich noch nie gesehen. Außer in England, logischerweise. Aber in Deutschland ist immer rechts. Du biegst immer rechts rein. Na? Ich habe nie links rechts gesehen. Firma. Ach so, rechts. Ah, okay. Und wer war wieder im toten Winkel? Ja. Der Radfahrer natürlich war wieder mal im toten Winkel. Wie immer. Aber schaber.
Sie nähern sich an dem Bahnübergang, die Schranke beginnt sich zu senken. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich halte Warnblinklicht an, ich warte vor dem Andreaskreuz, ich fahre weiter, wenn kein Zug zu sehen. Ich halte Warnblinklicht an? Nö, oder? Nein, warte mal. Sie nähern sich einem Bahnübergang, die Schranke beginnt sich zu senken. Sie müssen sich. Nein, ich hab. Man zahlt doch keinen Warnblinker an. Ich fahre weiter, wenn kein Zug steht. Genau, okay. Also ich warte vor dem Andreaskreuz. Wo wollt gerade, ey, die Fragen verwirren mich hier, alter Verwalter. Ihr Fahrzeug ist eingestellt. Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren? Ich muss Eis und Schnee vom Fahrzeugdach entfernen, von der Scheibe entfernen und von den Ja, Spiegeln entfernen. genau. Das Fahrzeug muss gut sichtbar sein. Genau. Zur Aufgabenstellung. So, worauf müssen Sie achten? Und zwar kann Den er rechts Radfahrer biegen. links und rechts, ne? Ja. Warte mal, war da links ein Radfahrer? Ich habe das nicht gesehen. Schau, ich habe nur dies. Hab nur den einen gesehen. Ach doch, da war. Ja, dann doch, beide Radfahrer. Also ja, da ist der eine, das der andere Dödel. Der blaue gibt auch schon Also sie guckt Gas. nämlich auch schon so komisch. So, womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen achten? Habe ich heute lange gesehen. Alter, eine halbe Stunde stand ich heute Mit auf der einem Autobahn. Stau. Mit plötzlichen Bremsen der Vorausfahrenden, natürlich. Ja. Oh, eine Kuh, die von rechts nach links läuft, aber nur von rechts nach links. Ja, Womit müssen Sie klar. bei diesen Verkehrszeichen rechnen? Mit stark verschmutzter Fahrbahn, mit Weidetieren auf der Fahrbahn, mit Wildwechsel. Nee, das ist ja kein, oder? Nö. Eine Kuh ist kein Bild. Wodurch kann die Aufmerksamkeit bei einer Tunneldurchfahrt beeinträchtigt werden? Beleuchtungsreflexion durch den Gegenverkehr und die Tunnellänge. Tunnellänge, immer hast einen Tunnelblick nur und dann wirst du auch müde und langweilig. Sie drehten das Bremspedal Ihres Kraftfahrzeugs voll durch. Welche maximale druckabfallende Bremsanlage ist bei vollständig gefülltem Luftfilter unbedenklich? Naja. Die Uh. Stimme, die kann. Was nicht, ja. Druckabfall in Bremslänge ist Maxi. Ja, genau. Puh, ja. Was nicht Ich nehme 1 einfach das kommt. höchste, 1,5 Bar, weißt du? Ich hätte 1 Ach, gedrückt. 0,7 Bar wäre es gewesen. Oh, so böse. Immer die höchste Zahl nehmen. Okay. Wovor warnt dieses Verkehrszeichen? Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn, vor Schleudergefahr bei Ja. verschmutzter Fahrbahn und vor Ja. alkoholisierten Autofahrern. Nö. Nein. Huh, hatten wir heute viele Fehler. Welches Verhalten ist richtig? Die Erstmal an der Straßenbahn. Haltelinie anhalten. Die Straße. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen und ich muss die Ja. PKW durchfahren lassen. Oh. Oh, Caps Locks hast du Ja. benutzt, wa? Lass keinen Caps Locks benutzen, dann flippt hier unser komischer Nightbot hier komplett aus. Oh, schon wieder hier. Was ist mit meinem Internet heute los? Keine Ahnung. Woran erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf Bundesautobahnen? An den Richtungsmarkierungen auf den Leitplanken, schwarze Pfeile auf den Leitpfosten, Bodenmarkierungen auf den Standstreifen. Bundesautobahn. Ja, da gibt es ja auch Leitpfosten. Richtungsmarkierung auf den Leitplanken. Wohnmarkierung ist falsch, oder? Ja. Habe ich keine gesehen. Oh, schwarze Pfeile nur auf User dem Bild. entered your channel. Sind die fies heute. Abend. Aber Abend. Sie kommen an eine Kreuzung, an der die Vorfahrtslage nicht gleich überblicken. Wie verhalten Sie sich? Nach der Regel rechts vor links fahren, als Geradeausfahrer immer durchfahren, warten, beobachten und gegebenenfalls mit anderen verständigen. Ja, dann hebt sich das eine noch mit dem anderen aus, oder? Wenn ich mit anderen rede, wer möchte zuerst fahren, dann Genau. ist das ja keine An Vorfahrt welchen mit Stellen ohne Regeln. Vorfahrtsregelung und Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links am Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs, an Grundstückausfahrten, an Straßengrünen, Kreuzungen und Einmündungen? So.
So. Hui, die Fragen waren heute ein bisschen heftig gewesen. Ja. Habt ihr jetzt alle Fragen schon durch? Jupp. So, 100 Fragen haben Naja. wir schon wieder. So. Wenn ich jetzt ein bisschen arrogant wäre, würde ich sagen, weil ich nicht da war, lief's nicht. 17 Fehler heute. So, was müssen Sie bei der Streckenplanung berücksichtigen? Die Fahrverbote. So, muss ich wieder Muss das Logo noch ausmachen. wegmachen. Ja. Die Fahrverbote aufgrund von Feiertagen. Nee, das ist Quatsch. Die Lenk- und Ruhezeiten und die Bestimmungen. Bla, Ja. genau, das haben wir. Aber die Fahrverbote aufgrund von Feiertagen der einzelnen Bundesländer, wenn du LKW War fährst? falsch gewesen. Hatte ich gemacht gehabt. Wenn du LKW fährst, ist es aber eigentlich richtig. Wo dürfen. Ja, aber. Ja. In dem Falle fahren wir Bus. Wo Naja, dürfen an dann. 100 km/h-Bussen keine nachgeschnittenen Reifen verwendet werden? An der Vorderachse dürfen sie nicht geschnitten werden. Schön alle So. Woran gemakert. erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf Bundesautobahnen? Schwarze Pfeil auf den Leitpfosten. Wo dürfen Sie innerorts Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen regelmäßig parken? In Industrie- und Industriegebiet. in gekennzeichneten Parkplätzen. Genau. Wie schnell dürfen Sie mit dem Bus mit Gepäckanhänger auf der Landstraße höchstens fahren? Was war denn 80, ne? 80. Genau. Ein Kraftfahrzeug mit Druckluftbremsanlage war mehrere Tage nicht in Betrieb. Wann dürfen Sie frühestens losfahren? Fahrzeug voll ausgelastet, wenn die Signale der Druckwareneinrichtung aufgehört haben. Ja. Trotz vorhandenen Gehwegs auf der rechten Straßenseite fährt eine Person mit Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich? Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegung rechnen muss. Nee. Oh, das wäre krass gewesen. Ich würde sagen, ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann, oder? Also Berliner Referentiv ja B, ne? Ja. Yeah. Und nicht nur hupen, dann will auch Fenster runter. Ey, du bist falsch hier. Mach dich. Wahrscheinlich, ja, ne? Scher dich von der Straße Ach, runter. verdammt, schon wieder falsch. Oh Mann. Letztes Mal haben wir das eine gemacht, jetzt haben wir das andere gemacht. Ach so, beides? Ja, beides, ja. Es widerspricht sich aber. Ja, so, Ihr Kraftfahrzeug verfügt über ein elektronisches Bremssystem EBS. Was bewirkt das EBS? Die Bremsstabilität verbessert sich, Verschleißverhalten der Bremse wird optimiert und der Und bremst. Bremsweg verkürzt sich. Ja, war auch richtig. Sie dreht das Bremspedal durch, 0,7 bar. Ich kenne nur Ja. ETCS. Welche Ursachen kann für eine zu geringe Förderleistung der Luftpressers in Frage kommen? So, Wasser in den Vorratsbehältern. Oder? Verschmutzung des Ansaugluftfilters? Nee, oder? Jetzt geht's langsam an die harten Fragen an, wa? Ja. Oh, weil wieder das Falsche genommen. Bäh. Nimm's mal genau das Gegensätzliche wahr. Ein Polizeifahrzeug überholt sie? Ja, den Polizei folgen und anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält. Das ist doch logisch. Ja. Nach der Anhalten im Wie Unterlaufen, verhalten Sie sich richtig bei diesem genau. Verkehrszeichen, wenn Sie bei den Fahrstreifen auf Oh, eine Richtung. das hatten wir doch gestern schon. Ja, aber Richtig. das hatte ich ja gestern nicht mehr korrigiert. Ach so. Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen, bei zwei Fahrstreifen auf die Richtung des Reißverschlusses. Wenn Sie bei zwei Fahrstreifen auf eine Richtung Genau. auf den linken fahren, haben Sie absoluten Vorrang. Nein, nein, 2 und 3 ist richtig. Sie fahren auf der Autobahn mit ca. 80 km/h. Ja. Welchen Abstand müssen Sie vorausschauenden haben? 50. 50. Genau. Welche Fahrzeuge dürfen bei diesem Verkehrszeichen, nee, welche Fahrzeuge dürfen Sie bei diesem Verkehrszeichen überholen? Das war nur Motorrad ohne Beiwagen. Ja. Nein. Nein, wieder falsch rum. Welche Fahrzeuge dürfen Sie bei diesem Verkehr? Na doch, Motorrad ohne Beiwagen Motorrad ist ohne richtig. Beiwagen, ne? Ja, mit Beiwagen und PKW darfst du Genau. nicht überholen, weil da geht's ja Weil nach. gestern habe ich sie nämlich Geht's ja umgedreht. nach den Achsen. Ja, genau. Wo Dennis gestern meinte, Oh, Motorräder haben 4 Achsen. die Frage machen wir jetzt schon fertig. Sie müssen auf den Seitenstreifen einer Autobahn ein Rad wechseln. Welche Sicherungsmaßnahmen sind notwendig? Ich muss die Warnleuchte, ich muss Warndreieck und Ja. ich alle da bla. Welche Folgen hat ein Verzicht auf den regelmäßigen Luftfilterwechsel für den Motor? Schadstoffanteil erhöht sich, Kraftstoff und die Ja. Leistung des Motors kann abnehmen. Ihr Kraftfahrzeug verfügt über ein elektronisches Bremssystem EBS. Was bewirkt EBS? Eine automatische Überwachung, eine Haben wir optimale das eben Abstimmung. gerade schon Ja, gehabt? bis eine andere. Und
eine automatische Bremsung bei Hindernissen auf der Fahrbahn? Nein. Oh, Hobby, jetzt ist jetzt schwer die Frage. No. Eine oder Überwachung im Brandanlagen. Dude, EBS. Nur ABS. Ah ja, aber wir haben es richtig. Das ist wichtig hierhin. So, komm, jetzt die zwei Fehler machen wir jetzt auch nochmal. Das Trotz ist zu vorhandenem viel. Gehe ich fahre so lange Mach. hinterher, bis ich überholen kann und ich Gut. überhole mit Seitenabstand. So, jetzt haben wir es. Berlin ist auf jeden Fall noch Welche drei Plätze. Ursache kann für eine zu geringe Förderleistung nicht Wasser vorwärts beiden, sondern die beiden, bitte. Danke, blöder Sack. Macht er wieder falsch, ja. Hätte ich jetzt gedacht. Oh, die waren heute richtig fies, die Fragen. Alter Verwalter. Naja, wenn er einmal nicht da ist. So, dann holen wir noch So. schnell Nebel hoch. Nebel wollte noch ein paar Verkehrszeichen lösen, rätseln. Ja, Taxi. User was moved to your Da ist er, der Nebel. Da auch noch von ihr. So, jetzt passt. So, weitere Trainings. Da kriegst du jetzt noch deine Deine Frau. Verkehrszeichen. Nicht und falsch beantwortet nur? Ja, ne? Damit wir jetzt Ja. nicht wieder alle durchgehen müssen. Da haben wir nicht alle Achso, gemacht. hat Nebel Talk Power? Weil ich höre ihn nicht. Ja, na klar. Okay, also bist du da, ja? Du siehst doch alles. Ja, ich sehe alles. Bitteschön, worauf weist diese Kombination von Verkehrszeichen hin? Oh. Auf den Vorrang von Gespannfuhrwerken vor Kraftfahrzeugen, auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Gespannfuhrwerken, auf ein Durchfahrtsverbot für Gespannfuhrwerke. Also auf jeden Fall auf eine Gefahrstelle mit Gespannfuhrwerken. Und? Und auf dem Vorrang. Was? Und auf dem Vorrang natürlich für die Gespannfuhrwerke. Bist du sicher? Obwohl. Zeigt dieses Schild an, dass er Vorrang hat? Nein, das war nur. Nee, nur dass das eine Gefahrenstelle ist. Genau, ist einfach nur Achtung, da kommt ein Reiter mit einem Wägelchen. Da musst du aufpassen. Telefon. Ja. Aufpassen. Oh. Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Au. Geschäftsbereich. Wie müssen Sie sich verhalten? Auf regen Fußgängerverkehr besonders achten, Höchstparkdauer beachten, Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h einhalten. Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Oh. Hast du da gleich wieder die Messen? Ich habe heute auch so eine Frage gekriegt. Ohne Scheiß, Alter. Weil auf 20er-Zone muss auf Fußgänger achten. Ein Schild reicht nicht, da waren immer gleich Oh, drei Fisch Schilder. TV Gaming. Lasst dich den Faso sehen. Ja, ich habe schon gesehen, aber ich sag mal lieber nichts. Also darf darf 20 fahren, darf nur 3 Minuten parken. 2 Stunden. 3 Stunden. Oh, Fokus, 10 Euro nochmal? Vielen Dank. Super, super, Dankeschön. Danke, Also, danke. danke. Das ist Danke. schon das zweite. Da freut sich meine PlayStation. Vielen, vielen Dank. So, okay, also Höchstparkdauer beachten. Und auf Ja. regen Fußgängerverkehr. Bist du Naja. sicher? Sind Ja, Sie weil sich das. ganz sicher? Ah ja, wegen Geschäftsbereich dort. Da kann ja auch heißen Fußgängerzone halt, wo ganz viele Geschäfte ja sind. Vielen, vielen Dank, Fokus, wirklich. Muntert auf, dass auch, weißt du, so der ein oder andere vielleicht sich hier so ein bisschen mit der Theorie hier auseinandersetzt. Das ist super. Verstehe. Richtig. Was geht in diesem Bereich von 15 Meter vor und hinter diesem Verkehrszeichen? Ich darf ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern, parken und halten. Oh, das ist jetzt. Fragen, nein, halten. Was gilt in dem Bereich von 15 Meter Fisch TV vor? Gaming, da stand eine Mindestgeschwindigkeit von 20 km pro Stunde. Das Schild bedeutet aber eine Höchstgeschwindigkeit Genau, von 20 km pro Höchstgeschwindigkeit. Stunde. Da Frage 1, ist schon was sicher? Antwort! Antwort! Also, hat es immer noch nicht geklärt. Nein. Ich habe die Theorie auch durch Bio, ist aber schon 96. Ja, meine B-Theorie ist halt auch schon Ewigkeiten her. 2007 war meine.
Ja, und jetzt dadurch, dass ich jetzt den Busführerschein mache, darf ich jetzt den ganzen Kram nochmal machen. Großartig. Oh Mann, 2007, ja. 2007, ja. War noch Zeiten da. Da war er halt entspannt, so, weißt du? Damals sah YouTube noch ein bisschen anders aus. Damals hatte ich doch alles mit YouTube zu tun gehabt, ja. So, okay, los, komm. Also, ich darf ein oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern. Und halten halt. Sind Sie sich ganz sicher? Obwohl, nee, wenn ein Bus da ja ist, darf man ja mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Nee, halten, rausnehmen und dann einfach nur ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern. So, was sagt ihr denn? Sehr interessanter Stream, bin seit 45 dabei, muss aber jetzt gehen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und bis Freitag. Ciao, Train Objective. Oh, bis Freitag? Oh, ja, ja. Oh. Sehen wir dich in der Leitstellenfahrt? Das finde ich ja super. Ja, ja, gestern Abend, ich war noch kurz da, hat er sich angemeldet. Coole Sache, dann bis Freitag. Ja, also, eins ist richtig und drei, weil wenn die Leute über Straße rennen, dann muss ich ja auch halten. Okay. A, aber B schreibt Fokus auf jeden Fall. Fokus hat Führerschein. Also halten. Halten ist 3 Minuten. Parken ist das Fahrzeug abschließen und verlassen. Genau. Und darfst du da bis zu 3 Minuten in der Bushaltestelle stehen bleiben, Hobby? Es steht, nein. Was gilt in dem Bereich von 15 Meter vor und hinter diesem Verkehrszeichen? Ja, ja, aber darfst du da in dem Bereich 3 Minuten halten? Oder nicht? Nee. Nee. Das ist die Frage. Dass du nicht in der Bushaltestelle direkt halten darfst, das ist, denke ich mal, klar. Aber bei 15 dann doch. Meter. Aber ich habe ja gedacht, halten, wenn ich Gefahr sehe, wenn die Leute auch rüberrennen. Nein, das ist nein, halten heißt, du kannst, also halten ist halten, da kannst du bis zu 3 Minuten stehen und es ist, halten wird auch so gesehen für Ein- und Ausladen von Fahrgästen. So, das ist halten. Genau, aber nicht, wenn du jetzt aufgrund der verschiedenen Situation anhalten musst, weil meinetwegen jemand jetzt quasi über die Straße läuft und du kurz halten musst, bis er über die Straße drüber ist, dann zählt das nicht in dem Sinne als halten. Ja, dann parken, weil wenn es ja 15 Meter vor der Hasche ist. So, Bahnfried schreibt auch, man darf halten, aber nicht parken. Ich wollte gerade sagen, also parken, stell mir mal vor, du kommst in Omsi jetzt mit so einem richtig schönen Capacity. Tatsächlich hat mein Fahrlehrer jetzt so gesagt, du darfst sogar aussteigen, wenn du hältst. Du kannst zum Beispiel auch Pfandflaschen wegschmeißen gehen, also hier diese Glaspullen. Ja, ja, aber parken das, nicht. Das zählt alles unter Halten noch. So, erst wenn du das Auto, ich sag mal, in der zweiten Spur abstellst oder jetzt hier in der Haltestelle und dann in einem Bäcker gehst, wenn da eine Tür zwischen ist, ist das Parken. Naja, und solange du aber, willst. Genau, solange, naja, muss innerhalb von den 3 Minuten sein. Aber auch dann, wenn du innerhalb der 3 Minuten schnell zur Bäckerei bist, ist das automatisch Parken. Weil da ist eine Tür zwischen. Erst wenn du draußen bist, an der Grenze, also ums Auto, dass du schnell zum Auto kommst, ohne durch eine Tür laufen zu müssen. Es geht darum, wenn du in einem Bäcker drinne bist, dann ist zum Beispiel, wenn jemand kommt, meinetwegen Busfahrer oder so, dann ist es für den nicht ersichtlich, wer der Fahrzeughalter ist. Wenn jetzt jemand an einem Flaschenautomaten steht und da, also Flaschenautomaten, an diesen Flaschendingen steht und Flaschen schnell reinwirft, dann ist ja ersichtlich, wer der Halter ist. Und der Halter kann auch jederzeit das Fahrzeug einsehen. Ist aber in der Bäckerei, kann das nicht mehr unbedingt einsehen. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Mit Radfahrer, welche die Fahrbahn kreuzen, mit einem Verkehrsverbot für Radfahrer, mit einer Unterführung für Radfahrer? Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen. Richtig. Was ist außerorts auf der Vorfahrtsstraße erlaubt? Halten am rechten Fahrbahnrand, parken auf der Fahrbahnrand, parken auf dem Seitenstreifen. Grüezi, Jogito, schön, dass du da bist. Was ist von Vorfahrtsstraße? Und der hat aber heute auch vollendet. Also parken auf jeden Fall nicht. Hallo, Origami, grüß dich. Hallo. Also entweder halten am rechten. Also 1 und 3, weil. Also am Fahrbahnrand und am Seitenstreifen darfst du halten und parken im Prinzip. Genau. Und auf der Fahrbahn ja nicht, weil so beeinträchtigt man ja halt eben den Verkehr. Hab gerade noch an deinem Werbepack gearbeitet. Es geht gut voran. Oh, cool, vielen Dank. Also ich habe heute auch deinen schon getestet. Sie sieht echt schnick aus.
Was ist denn das heute? Was sind denn das heute für Fragen? Die sind heftig, oder? Die sind schon echt übel. Ich habe das vorhin auf dem Handy schon gemerkt. Dachte mir so, Aber boah, da. solche Fragen sind halt immer dann mit in der Prüfung auch dran. Die Das sind sind so die richtig Fragen, angezogen, die die Fragen Leute auf killen. einmal. Die Leute So, killen. worauf müssen Sie sich hier einstellen? Dass Kinder unter Anleitung auf der Fahrbahn spielen, dass der fließende Verkehr anhält, dass Kinder häufiger als sonst über die Fahrbahn laufen. Ach ja, das schöne Schild. Das schöne Schild. Dass der fließende Verkehr anhält und dass die Kinder häufiger als sonst die Fahrbahn überqueren. Aber dass Kinder auf der Fahrbahn spielen, das ist Schwachsinn. Genau. Hat er recht, hat er recht. Was ist bei diesem Verkehrszeichen erlaubt? Das Oh. Halten zum Ein- oder Aussteigen Oh. für jeden, mit einem Na. Parkschein aus einem Parkscheinautomat darf jeder hier unbegrenzt parken. Schwerbehinderte mit entsprechendem nummerierten Parkausweis dürfen hier parken. Also, oh, das ist schon mal ein bisschen. Das ist fies, ja. Naja, also musst du ganz genau überlegen. Also halten ist ja nicht länger als 3 Minuten. Genau. Genau. Und man darf ja bei diesem Schild ja nicht mehr als 3 Stunden 3 Minuten. parken. Bei dem Also nicht drei Schild Stunden. 3 Minuten 3 Minuten. halten. Halten. Okay, also. Ah, guck mal, der Eis ist auch Der dabei. Eisdragon. A und C schreibt er. Natürlich. A und C. An Du C. Weil das Eis darfst. bedeutet, Genau. jeder darf halten und von dieser Pflicht, dass man nur halten darf und nicht parken darf, sind Behinderte mit Parkausweis, Nummer, bla bla bla, sind freigestellt. Das bedeutet, die dürfen dort Das auch sind parken. heute Pipi-Fragen? Genau. So schwer finde ich jetzt auch nicht. Also ich stelle Oh, vielleicht nur ein bisschen wie komisch müssen Sie an. sich bei Oh. diesem Verkehrszeichen verhalten? Ich befinde mich in Ah. einer Sackgasse und muss umkehren. Ich darf hier nicht wenden. Nein. Ich darf hier nicht links abbiegen. Darf nicht hier wenden. Also das Schild, das sagt ja schon eines. Das ist ja ein umgekehrtes U. Also heißt das, ich darf hier nicht wenden. Richtig. Ja. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Steht Auf übrigens gerne den. mal an Straßenbahnkreuzungen, wo Genau. Straßenbahn auch fährt, damit man nicht vor die Straßenbahn fährt. Genau. Auf dem Beginn einer verkehrsberuhigten Bereich, auf einem Gehweg, auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Verkehr. Auf ein Gehweg. Eigentlich schon auf ein Gehweg. Was heißt eigentlich ÖPNV? Na, wer sagt denn? Öffentlicher Öffentlicher Personennahverkehr. Personennahverkehr. Und natürlich auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Verkehr, weil ansonsten wäre da ja Ja, dieses stimmt. Männchen-Zeichen und dann halt eben so ein Fahrradsymbol Genau. Ah, Und was das musst du ist machen, wenn du richtig. jetzt mit dem Fahrrad da lang möchtest? Das muss ich schieben. Genau. Richtig. Korrekt. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? In dieser Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Als Anlieger dürfen Sie in dieser Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen fahren. Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren. Also, naja, ist schon fies. Also, Hat gestern noch rumgegrüllt, schaffe ich. als Anlieger darf man da bestimmt reinfahren, wenn man zum Beispiel dort jetzt irgendwo Geschäftsleiter ist oder so. Aber die Fußgängerzone mit einem Kraftfahrzeug darf man nicht befahren. Wieso machst du Fahrschultraining? Ich finde das ganz entspannt, halt, ein bisschen Fahrschultraining zu machen. So, was sagen die anderen? Ich glaube, da man darf mit Geschwindigkeit nee. Fahren. Nein, Und nein, ich. das ist Quatsch. Dann Obwohl. müsste da stehen, irgendwie, dass man befreit ist. Fußgängerzone heißt, dass man halt nicht mit Schrittgeschwindigkeit mit dem Auto da reinfahren darf. Selbst Fahrradfahrer müssen in der Fußgängerzone eigentlich, ich sag eigentlich, absteigen. Macht aber Und keiner. schieben halt. Macht zwar keiner, aber eigentlich müsste man absteigen und schieben. Also, Antwort ist D. D. Würde ich sagen. Was? D. C. D. Ah, C. Billig. D. Gibt's Steht nicht. nichts von Anlieger frei. Genau. Genau. Ja, stimmt. Womit müsst ihr bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Mit Arbeit auf der Fahrbahn, mit Verkehr von Baustellfahrzeugen, mit Baumaterial auf der Fahrbahn? Ich
Mit Also. Arbeit an der Fahrbahn, mit Verkehrs- Genau. und Baustellfahrzeugen. Genau, also mit Arbeitern auf der Fahrbahn und halt eben mit Verkehr von Ich glaube Baustellenfahrzeugen. alle doch. Baumaterial nicht? Doch. Baumaterial doch. Na klar, wenn dort jetzt zum Beispiel diese Röhre dort stehen auf der Fahrbahn. Selbstverständlich. Alles. Was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination beachten? Kraftfahrzeuge dürfen nicht überholt Oh. werden. Ein Bahnübergang in 120 Meter Entfernung, ein Bahnübergang in 240 Meter Entfernung. Jetzt wird's tricky wieder. Obwohl, nee, für mich ist das eigentlich voll einfach. Kraftfahrzeuge dürfen nicht überholt werden und ein Bahnübergang in 240 Meter Entfernung. Mensch. Korrekt. Schlecht. So, oh. Was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten? Die Ein- und Ausfahrstelle für schwimmfähige Fahrzeuge ist freizuhalten. Wasserflächen sind bei Dunkelheit oder schlechter Sicht schwer von der Fahrbahn zu unterscheiden. Die Straße führt auf ein Ufer zu. Kennt man in Berlin nicht. Bei mir. Berlin war das Schild bewusst nicht aufgestellt, damit die Leute erst richtig ihr Fahrzeug besser kennenlernen. Also ich hab so ein Schild noch nirgends bei mir gesehen, aber da es ja irgendwas mit Wasser zu tun hat, würde ich sagen, das zweite auf jeden Fall. Und halt eben das dritte, dass die Straße fährt zu einem Ufer. Sagst du? Ich würde tatsächlich ehrlich gesagt nur C sagen. Ich will tatsächlich nur B sagen. Die Straße führt auf einen Ufer. Obwohl, B würde ich vielleicht auch sagen. B, ich würde B und C sagen. Ich wäre auch für B und C. So, was sagt denn die Masse? Würde B und C sagen, sonst schreibt der Eis. Er ist ja bei B nicht sicher. Phasus in München auch nicht. JK schreibt auch 2 und 3. Fischtel VG schreibt der 3. Na cool, schauen wir noch mal. Dann gucken wir mal. Richtig. Gut, aber das ist halt wirklich, ja, also. Also, Die es kennt halt in Straße Berlin führt auf wenig. ein Ufer zu? Bitte? Ja, wenn du am Ende quasi keine Poller oder so hast, sondern die Straße endet und dann direkt, meinetwegen, zum Sportboothafen ist es so. Ja, Ja, wenn das eine kein. Einfahrt ist im Sportboothafen, Ja, gut, der macht Sinn, ja. dann steht so ein Schild. Gibt's Halt, wo du nun. keine Barriere hast, um quasi ins Wasser und grün fahren könntest. Das kann Wie man verhält sich bei auch. diesem Verkehrszeichen? Gleich nach der Rechtskurve kräftig beschleunigen, möglichst weit rechts fahren, Schrubben. Geschwindigkeit vermindern. Also auf jeden Fall möglichst weit rechts fahren, denn es könnte ja sein, dass ja von der Gegenseite ja jetzt ein LKW noch kommt. Der braucht ja seinen Platz und natürlich Geschwindigkeit vermindern. Typischer Richtig. Berliner Autofahrer würde natürlich A gleich wieder machen. Voll durchhalten. Ich würde sogar noch die Nebenspur mitnehmen. Ja, richtig schön Kurve schneiden. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? Motorräder, PKW, LKW. PKW. Oh, das war falsch. LKW auch. Das gilt immer nur für den kleinsten Verkehrsteilnehmer. Also wenn du jetzt ein Fahrzeug hast, was größer quasi als ein Auto ist, dann gilt das auch, dass Busse dürften da meiner Meinung nach auch nicht durchfahren. Busse Es dürfen sei wir denn, auch da nicht steht unten durchfahren. das Da Schild müsste da drunter stehen, busfrei. genau, busfrei, genau. Es Das gilt gilt immer immer. Fahrzeuge, die Oh! Klasse haben oder größer. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitung. Der Schienenverkehr hat immer Vorrang. Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. Zwei und drei. Eins, Aber Könnte der hast, guck dir Blitz in mal der das, Mitte bedeuten? guck dir mal das Andreas kurz genauer an. Da ist noch ein Symbol in der Mitte. Der Blitzer hat ja nicht irgendwie zu sagen, ja, da ist irgendwie eine Genau. Oberleitung. Bist du dir da Blitzzeichen. sicher? Das Blitz steht für Strom. Genau. Ja. Blitz steht für Strom und was könnte Strom bedeuten? Ja, Strom bedeutet Oberleitung. Auf eine elektrische Oberleitung. Genau. Ja. Ja, also da mit dem Blitz, das weiß ich jetzt natürlich wirklich nicht, weil unsere Strecke ist halt Bei euch eben. fahren nur Dieselzüge, ne? Aber ich sag dir Hm. auch, warum das mit dem Blitz ist. Ganz einfach, die Oberleitung haben wir eine gewisse Höhe Genau, wegen Busse oder LKW ist sie jetzt damit, bestimmt die wenn du mit Höhe. so einem Doppeldecker bei einem Bahnübergang durchfährst, wo die Oberleitung nicht gerade so hoch hängt, dann solltest du da ein bisschen aufpassen. Fangfrage: Wisst ihr denn eigentlich alle, wie hoch ein Bus maximal sein darf und dass Berlin ja eine Ausnahme dafür hat? Eigentlich Ja, 2 die Meter. Doppeldecker dürfen höher sein. Ja, aber wie hoch sind die denn jetzt im Allgemeinen? Also, wie hoch darf ein ganz normaler Reisebus sein?
Reisebus. Ich hätte irgendwie das so ein Stadtbus oder so. Nein, Ich nein. denke ich denk Ganz mal, normaler Reisebus ich einfach. würde mal sagen, 4 Meter wegen dem Ah, Turm, oder? genau. Und wie hoch sind die Berliner Doppeldecke? Weil sie was 4,5. Besonderes sind? Die sind bestimmt 5 Meter oder so. 4,07 Meter. Ach so, 0,7, okay. Da ist schon mal einer Als über. reingeschrieben 412, nee, nee, also so laut meines Falles, weiß nicht, Also vielleicht gibt es ich ein bisschen kenne eigentlich auch nur 4 unterschiedliche. Meter. 4,07 Meter sind sie halt. Das ist aber auch nur in Berlin so, weil macht ja Sinn, ne, wenn nur in Berlin ja doppelte Stockbusse fahren. Ne? So, okay. Ah. Ah, nee, ach, warte mal, wir müssen ja die Frage noch machen hier. Womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen? Fahrzeuge von mir könnten stark bremsen. Es folgt eine scharfe Rechtskurve. Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden. Alles. Aber selbstverständlich. Sowas von. Welche Gefahren können sich durch Nichtbeachten dieses Verkehrszeichen ergeben? Das Fahrzeug könnte einen Achs- und Federbruch erleiden. Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden. Die Ladung könnte beschädigt werden. Ja, stimmt, die 5 cm machen okay, Großunterschied. Ja, das sind wieder die Berliner, die ihre Extrawurst brauchen. Ja, die Berliner, genau. Also das Wasser könnte einen oder Federbruch erleiden, das ist richtig, das könnte es wirklich haben. Das Wasser könnte schleudern, auch. Und die Ladung könnte beschädigt werden, auch. Also alles dreist. Alle drei, ja. Womit darf man hier nicht fahren? Selbstverständlich. Mit Kleinkrafträdern, mit Mofas, mit Leichtkrafträdern? Oh. Das ist Oh. fies. Das ist, ja. Boah. Das sieht aus wie ein Mofa. Ja, danke dir, Origami. Bis denn. Genauso geht's mir auch. Bestimmt ist die Frage 1 richtig, auch wenn sie Mofa Antwort! aussieht. Antwort! Antwort. Guck mal, der wird lernt, Oh. ey. Also, so ein Schild habe ich auf gut Deutsch nirgendwo gesehen. Würde Boah. sagen, auf jeden Also Fall auf jeden B. Fall bin ich ja B, Also, Mofas, ne? Aber Eisner ja, schreibt zum Beispiel gerade, Mofa. er würde jetzt zum Beispiel A, B und C sagen. Ich Ich würde hab eigentlich keinen A-Führerschein, nur also kein Mofas Schimmer. sagen. Ich würde Ich sagen, nur bitte. Mofas, weil ich denke mal, diese Ausbuchtung da, das soll halt bedeuten, dass das irgendwie motorisiert ist und Kleinkrafträder und Leichtkrafträder haben glaube ich, keinen Motor. Deshalb würde ich nur B sagen. Man müsste jetzt wissen, was sind denn Kleinkrafträder und was sind Leichtkrafträder? Also ich würde nur B sagen. Ich würde auch nur B sagen. Nein, Krafträder sind jetzt nicht mal E-Scooter, E-Fahrräder. Nur B ist richtig. Ja, okay. Dass man nur Mofa abgebildet ist. Die fahren außerorts an diesen Verkehrszeichen vorbei. In welcher Entfernung ist die Gefahrenschritt zu erwarten? Zwischen 50 und 150, zwischen 250 und 350, zwischen 150 und 250. Oh, schade, es steht gar nicht das schöne Schild, was Bio immer mit der tollen Eselsbrücke herleitet. So, Fahren. nee, lass keine Entfernung Schild unten stehen. Ich würde sagen. ist Oh, nee. Das wäre dann auch. Ich würde sagen, zwischen 150 und 250. Was sagt Also ihr? C. Ich Ja, würde C. sagen, zwischen 50 und 150 Meter, weil meistens steht Ja. das Schild nicht so weit entfernt von der Gefahrenstelle. Tatsächlich. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Es kann auch C sein. Also B kann ich auf jeden Fall ausschließen, ist zu weit weg. Ja. JK schreibt C. Fokus schreibt A. Ich finde das tatsächlich auch bei A, weil Ja, das Ding bei ja A wird. meistens immer für Unfälle benutzt wird. Falls ein Unfall. Du sollst ja das Genau. ja 100 Meter, sollst du das ja vom Fahrzeug wegstellen. Ja, eigentlich denke ich Aber, auch. nee, wir hätten ja recht gehabt. Zwischen 150 und 250. Okay. Aber sagt der Araber. Naja, also ich war mir jetzt auch nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja fies, das wusste ich auch nicht. Schon. Naja, du wusstest es, ne? Du bist ja, du bist Autofahrer. Das steht ja aber, steht doch aber teilweise direkt an den Gefahrenstellen dran und nicht 150 Meter weg. Oder das unter drunter steht dann halt eben noch so eine Zahl Und da darunter zum steht dann halt Beispiel. noch die Angabe. Ja, also dieses Schild will ich. Sie fahren außerorts. Ach so. Ja, Frage nicht lesen. Innerorts wäre A richtig gewesen, denke ich mal. Sie fahren außer innerorts natürlich, ja? Das macht natürlich Sinn. Die hatte ich auch Ha. gerade, schreibt der Martin. Sonst muss ich den Lappen abgeben. Ja, Weiß keiner, wer du die bist.
Führerscheinstelle schaut schon zu. Führerscheinstelle. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf einen Fußgängerüberweg, auf eine Unterführung für Fußgänger, auf eine Überführung für Fußgänger? Auf einen Fußgängerüberweg. Hm. Und außerorts, wie viel Meter steht das schön weg? Und innerorts, wie viel Meter? Wo ist bei dieser Ampel mit Grünpfeil steht, voll im Abbiegen nach rechts anzuhalten? Wenn keine Haltelinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder Einmündung, es muss nicht angehalten werden an der Haltelinie. Das ist tatsächlich fies, weil es dieses Schild eigentlich in Westdeutschland nicht gibt. Das ist eigentlich der Ossi-Abbiegefall. Also, das kann sein, dass Nebel das gar nicht kennt, das Schild. Früher hatten wir auch immer solche Teile, aber jetzt wurden also klar, wenn es keine Haltelinie gibt, fährst du vor bis zur Kreuzung und zur Einmündung. Und wenn es eine Haltelinie gibt, dann hältst du natürlich an der Haltelinie. Ja. So, worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Ich befinde mich in einer Einbahnstraße, ich habe Vorrang vor dem Gegenverkehr, ich darf nur geradeaus weiterfahren. Auf einer Einbahnstraße weiß das nicht hin, ich darf nur geradeaus fahren. Sicher? Na, natürlich, zu einfach. Natürlich. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Sie haben Vorrang vor dem Gegenverkehr, Sie müssen im Gegenverkehr Vorrang werden, Sie dürfen nicht abbiegen. Was heißt denn das Schild erstmal? Das Schild heißt, dass der Gegenverkehr Vorrang hat. Gut. Ich glaube, jetzt weißt du auch schon, was man ankreuzen muss. Ja, das Zweite. Oh. Was ist hier in dieser hier beginnenden Zone erlaubt? Das Halten bis zu 3 Minuten, das Parken in einem Parkschirm benutzt wird, das Halten und Beentladen sind wieder zum Aus- und Einstieg. Bis 3 Minuten. Ja, das Halten bis 3 Minuten. Und halt eben das Be- und Entladen sowie Ein- und Aussteigen. Ja. Selbstverständlich. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 Kilometer Länge, auf ein Überholverbot, das in 3 Kilometer Entfernung beginnt, auf eine Fahrbahn mit 2 Fahrstreifen für eine Richtung von 3 Kilometer Länge. Also ich kann dazu nur sagen, der Pfeil bedeutet ja wieder, dass es vektoriell ist. Genau. Eine Länge. Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 Kilometer Länge. Eine Überholverbotsstrecke von 3 Kilometer. Fokus sagt A und C. Also, wenn das 2 Streifen wären, also die 2 Fahrbahnen in eine Richtung, dann wäre das Schild ja nicht da. Aber ich würde ja putzig, dass Ice Dragon mitmacht. Aber es kommen keine Strafen mehr zu Gnade, ich muss dich enttäuschen. Die Menschen seiner Kinder und wenn sie keine BVG-Straßenbahn, sondern nur immer Dresdner Straßenbahn. Ja. Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu beachten? Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht. Fahrzeuge dürfen hier nicht geparkt werden. Fahrzeuge dürfen hier ohne Beleuchtung die ganze Nacht parken. Geparkt werden. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Jetzt nur. Gibt's also bei euch, gibt's bei euch garantiert auch. Also, um mal einen Eisbereich zu sprechen, das sieht so ein bisschen aus wie Schutzhalte. Deswegen, ich kenne das auch nur bei der Bahn, so Esser-Ding. Ja. Oder an der Schneeschippe, als fahren hin links und rechts. Ich nehme es euch mal ab. Das ist meistens immer an Straßenlaternen. Und das heißt, dass die Straßenbeleuchtung nicht die ganze Nacht brennt. Sie geht einfach irgendwann, ab einer bestimmten Uhrzeit geht sie einfach aus. Dementsprechend musst du dein Auto natürlich auch dementsprechend absichern. Du hast beim Auto zum Beispiel ein Standlicht, also so ein Parklicht eigentlich, was ganz wenig Batterien kostet, ja, musst du es einschalten. Also wenn du kommst abends an, 18 Uhr oder sowas, da brennt noch die Laterne, musst du das schon anschalten, ja, dann kannst du nach Hause gehen und irgendwann geht die Lampe aus. Oder du gehst natürlich dann einfach dann runter, wenn du weißt, wann die ausgeht und schaltest dann das Licht an. Das kannst du auch machen. Ja, das ist, soweit ich weiß, ist das bei uns auf der Hankookstraße, ist dieses Schild tatsächlich verbaut. Also bei uns leuchten die ganze Nacht durch. Bei uns auch. Bei uns normalerweise auch, aber zum Herrenkuck hin, da wohnt kein Sau, weißt du, das ist eigentlich nur so ein touristisch genutzter Straßenweg und da braucht man keine Laternen nachts. Welche Fahrzeuge dürfen wir parken? Motorräder, Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse, Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Also Motorräder und Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Genau. Selbstverständlich. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Sie müssen mindestens mit 60 km/h fahren, sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit langsamer fahren müssen. Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht mindestens 60 km/h fahren können oder dürfen. Sie dürfen nicht schneller als 60 km/h fahren. Also das Schild, das habe ich schon mal
gesehen. Das ist nicht so, wie die anderen das denken, dass man höchstens fahren darf, sondern mindestens. Also man darf mindestens 60 km/h fahren. Sofern. Also das erste auf jeden Fall und das zweite. Sicher? Na Na klar. klar. Nein, Das ist ja. man muss aber nachfragen. Das ist ja nicht das rote Zeichen mit der schwarzen Zahl innen drin. Oh. Wieder. Oh. Sie wollen dann diese Ampel mit grünem Pfeil nach rechts abbiegen. Manche verhalten das richtig. Ich darf auf jeden Fahrstreifen rechts abbiegen. Ich halte vor der Ja. Kreuzung an. Ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen. Ja. Also ich halte vor der Kreuzung an und ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen. Ja. Die Korrekt. wollen ja eh bald den grünen Pfeil abschaffen. Worauf weist dieses Verkehrszeichen, kommt jetzt schon hin? Auf einem Bahnübergang, den Schienenfahrzeuge nur mit 10 km/h befahren dürfen, an denen ich ab hier mit maximal 10 km/h heranfahren darf, nicht mit maximal 10 km/h überqueren darf. Den ich mit maximal 10 km/h überqueren darf. Oh. Wenn das Schild steht, musst du natürlich die ganze Zeit 10 km/h fahren, ne? Bei uns gibt's Weil das nur diese steht, normalen Dinger halt. weil das steht ja nicht direkt an dem Ding dran, sondern du musst natürlich auch heranfahren. Da musst du die ganze Zeit mit 10 km/h fahren. Ja. Das ist schön, das ist wunderschön. Was gibt an diesem Verkehrszeichen? Ich darf Fußgänger nicht behindern, ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren, ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken. Oh, Smoke-Time hatte ich heute, mach ich auch gleich. Muss mit Geschwind Schrittgeschwindigkeit fahren, seine Spielstraße. Ja, ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit Ich heranfahren darf sein. nur Nicht auf fahren, nein, Fußgängern. ich darf nicht behindern. Also was? Also mit Schrittgeschwindigkeit, das ist schon mal klar. Und ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken. Na. Alle zufrieden mit? Ja. Sicher? Nein, da parken Obwohl. darf man nicht seine Du darfst natürlich Spielstraße. die Fußgänger nicht behindern. Ja. Wenn jetzt Kinder auf der Spielstraße sind, ja, darfst du sie nicht weghupen. Dann musst du warten, bis die Kinder weggehen. Oh. Und Auf was ist Schneeblätter. das denn? Boah, was ist das Verkehrszeichen? Kennst du in den Alpen oder fahrst du hier auf den sein Harz der? Auf Auf Schnee. Schneeglätter, auf Lawinen, auf Eisglätter. Weil es eine Schneeflocke ist. Auf Schneeklette und auf Eisglätte. Ja. Na klar. Hack mir jetzt bitte nicht den Kopf ab, Faso. Sie passieren diese Verkehrszeichenkombination bei einer Außentemperatur von plus 3 Grad. Wie verhalten Sie sich? Ich verringere sofort den Abstand zum Vorausfahrenden. Ich fahre unvermindert weiter, da keine Eisglätte zu erwarten ist. Ich verringere die Geschwindigkeit. Also plus 3 Grad, das ist ja eigentlich auf gut Deutsch fast nichts, deswegen die Geschwindigkeit verringern. Alles zufrieden? Plus 3 Grad ist schon eine nette Gefahr. Deswegen verringern wir auch den Abstand zum Vorausfahren. Nein, machen wir nicht. Mut, nimm alles zurück. Aber plus 3 ist aber, also da beginnt es langsam an zu frieren. Ach ja, ich verringere sofort den Abstand. Verringern ist doch Quatsch, wir müssen den da erhöhen. Vor allem, wie viele das einfach schatten. Alles Strecken hätte es bald und Naja, JK. Mello. War eine Fangfrage, Gestern gehabt. genau. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bremsen, damit in diesem Gefälle die Geschwindigkeit nicht zu hoch wird. Nötigenfalls herunterschalten, heraufschalten, um die Geschwindigkeit beizubehalten. Bremse, damit ich die Quelle, die nicht zu erhöht wird. Ja, also auf jeden Fall bremsen, weil wir wollen ja nicht mit irgendwie mit 100 irgendwie da runterrollen und auf einmal können wir nicht rechtzeitig bremsen und krachen dann irgendwann. Und hochschalten auch nicht, nötigenfalls herunterschalten und halt eben bremsen. Bist du sicher, dass das wirklich ein Gefälle war?
Ist das nicht eher eine Steigung? Das Gefälle ist andersrum. Ja. Oh. Fokus, hast du gerade noch nicht. Nein, 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 B, 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 B. Was gilt bei diesen Verkehrszeichen? Ich muss mit An- und Abfahren ein Taxi rechnen, ich darf halten, ich darf parken. Halten und parken, keinen Sinn. Ich muss mit An- und Abfahren in Taxis rechnen. Ja. Das X heißt totales Parkverbot. Das X heißt halten und parken verboten. Okay. Boah, was ist diese Verkehrszeichen sind? Auf einem benutzerpflichtigen Radweg, auf Radweg, die die Fahrbahn kreuzen, auf ein Verbot für Radfahrer. Auf einem benutzungspflichtigen Radweg. Mhm. Genau. Was irgendwie die meisten Radler immer noch nicht machen, die fahren einfach weiter auf den Fahrbahnen. So, vor einem Bahnübergang steht vor einer von rechts einmündenden Straße ein rot leuchtendes Lichtzeichen und Andreaskreuz. Wo müssen Sie warten? Wenn keine Haltelinie vorhanden ist vor dem Lichtzeichen an der Haltelinie, ich kann nach Beobachten des Verkehrs bis zum Bahnübergang vorfahren. Wenn keine Haltelinie vorhanden ist vor dem Lichtzeichen und wenn doch dann an der Haltlinie. Mhm. So, wie sind wir? Vorletzte Frage machen wir jetzt. Komm. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Auf ein Halteverbot, das auf der Fahrbahn und auch auf dem Seitenstreifen gilt, das nur auf dem Seitenstreifen gilt, das nur für LKW gilt. So, ja, grüß dich. Ja, Lukas, schön, dass du da bist. Ich glaube, das bedeutet beide Seiten Totalverbot. Auf ein Nur auf den Seitenstreifen gilt. Habt ihr euch wieder eine schwierige Frage ausgesucht? Ja. Wir haben zwei Fragen. Was ist denn hier mit dem Schnee? Ja, haben wir falsch? Das haben wir falsch? Also, ich nicht, ich, weil ich musste. Aber, das ist ja eine Steigung, das ist ja kein Gefälle. Und hier steht ja Bremsen, damit in diesem Gefälle die Geschwindigkeit nicht zu hoch wird. Und jetzt sind wir hier. Was habt ihr bei 31 noch falsch? Bei 31 war, da warst du doch da gewesen, mit dem. Mit was? Mit dem Eisenbahn hier. Nö, da war ich nicht mehr da. Wo warst du denn? Na, ich war weg auf Twitter, Mensch. So, jetzt sind wir aber bei dem hier. Streifen nicht befestigt, schreibt Bowl. Wir haben eigentlich alles. Wir haben A, wir haben C, wir haben 2, wir haben B. Warte mal, auf ein Halteverbot, das auf der Fahrbahn und auf den Seitenstreifen, das nur auf den Seitenstreifen gilt, das nur für LKW gilt. Also auf den Seitenstreifen darf auf jeden Fall schon mal keiner halten, das LKW ist Quatsch. Eigentlich bleibt nur. Lies bitte richtig, dass nur auf dem Seitenstreifen gilt. Nein, es gilt ja nicht nur auf den Seitenstreifen, es gilt ja generell. Gilt das also A natürlich. Richtig. So, letzte Frage für Nebi heute. Worauf weist dieses Verkehrszeichen denn? Ein wunderschönes Schild. Auf das Ende einer verkehrsberuhigten Bereich eines Spielplatzes eines Fußgängerbereichs. Die Erlösung eines jeden Autofahrers. Auf das Ende eines verkehrsberuhigten. Nee. Obwohl. Natürlich, auf ein Ende genau. Eines verkehrsberuhigten Bereichs. Ja, Fußgängerbereich, das ist ja was ganz anderes. So, krass. Leute, das war's, aber wir machen nochmal schnell hier Fehlertraining weg hier, würde ich sagen. Dann machen wir nochmal das Schild hier. Also, was hat man jetzt hier? Oh Mann. Ne, so. Dass ich maximal 10 km überqueren darf und mit 10 km ranfahren darf. Ja, richtig. Wieso habt ihr das falsch? Nö, weil Lieber hat gesagt, nur maximal 10 km überqueren darfst. Wie verhalten Sie sich bei diesen Verkehrszeichen? Bremsen, damit in dem Gefälle die Geschwindigkeit nicht zu hoch wird, heraufschalten, um die Geschwindigkeit beizubehalten, nötigenfalls herunterschalten. Oder, nee, warte mal, es ist... Das ist eine Steigung. Ja, nötigenfalls herunterschalten. Das ist halt wie wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann schaltet man ja auch Gang runter, wenn man bergauf fährt. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? PKW und Motorräder. Nein, PKW und LKWs. Ja, nee. Oh, ja, stimmt. Mann. Wie passieren diese Verkehrszeichenkombinationen bei einer Außentemperatur von +3 Grad? Wie verhalten sie sich? Ja.
Ich verringere die Geschwindigkeit. Genau. Und ich verringere dir sofort den Abstand zum Vorausfahrenden. Nein, Du du bist so nicht. genau falsch. Ich verringere doch nicht den Abstand zum Vorausfahrenden. Ach so, ja, ich Ja, verstanden, genau, das haben wir nämlich falsch ja. gemacht. Das hatten wir nämlich falsch. Ich glaube, die Berliner, die hätten Oh, dort die drei oh. genommen. Sie fahren außerorts, sie sind Verkehrszeichen vorbei und welche Entfernung? Ah. Was ist das schon wieder? Zwischen 150 und 250 Metern. Richtig, das hat er richtig Und gehabt. ich würde sagen, zum Abstand, zum Ende haben wir wieder was gelernt. Immer wieder irgendwas Man Neues. geht nicht dummer hier raus aus dem. Ja, Eigentlich nicht, Stimmt. eigentlich nicht mehr. So, Leute. Der Fit im Kopf Livestream. Ich würde sagen, machen wir morgen weiter. Morgen gibt es den ersten Livestream hier. Da kann der nächste kommen, wenn er möchte. Ja, wenn er sich getraut, hier uns eines Besseren zu belehren. Ja, Ja. dann Ja, einfach seid ihr, Live-Chat bewerben genau, und seid ihr dann. herzlich eingeladen. Kommt dann bei uns auf den Teamspeak und dann ziehen wir euch einfach rein hier. Ne, und Ah, mitmachen. 50V Gaming. Mitmachen. Mitmachen. Ja, Fisch TV Gaming? Ja, dann Okay, ne, kommst du dann ist morgen morgen Fisch rein. TV Gaming dabei. Also, dann wird uns Fisch TV Gaming morgen uns hier eines Besseren belehren, würde ich sagen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und ich danke Fokus für 15 € Spende. Vielen, vielen Dank. Du bist echt dufte. Ja? Vielen, vielen Dank. So, tschüss, bis morgen. Tschüss. Yes.